Moin moin und ein herzliches Willkommen zu meinem allerersten Part Let's Play Last Chaos oder Last Chaos. Wir spielen hier auf dem deutschen Server Pangea, fangen natürlich von Level 1 an, haben uns eine Heilerin erstellt, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Und ja, im Hintergrund bin ich gerade dabei, die ersten Quests so zu machen. Das nehme ich jetzt im Speed-Modus auf, sage ich mal, oder habe schon aufgenommen und lasse es jetzt einfach abspielen. Weil das am Anfang doch sehr langweilig ist, weil, naja, ich glaube, diese ersten Quest kennt ihr alle mehr oder weniger. Ich werde am Anfang sehr viel mit Speed oder mit Speedmodus oder halt nachkommentieren. Wie gesagt, da das nicht so viel Neues ist und dann doch ein bisschen trocken ist, immer das ganze Gefarme und so. Insofern werde ich da sehr viel einfach aufnehmen und verschnellern und dann dazu sprechen. Aber später werden wir auch zusammen live, sage ich mal, spielen. Das ist jetzt nur am Anfang so, aber ich glaube, das ist schon verständlich, weil das sonst sehr, sehr langweilig wird. Ja, wie gesagt, wir sind hier auf Pangea mit einer Heilerin. Wir werden das Let's Play... Ich sage erstmal so ein paar allgemeine Dinge, ne? Wir werden das Let's Play auf jeden Fall bis Level 165 machen, das ist auf jeden Fall drin. 175 eigentlich auch, es sei denn, es passiert jetzt irgendwas ganz Gravierendes. Aber 175 ist so mein Ziel ungefähr. Und hier mache ich mich gerade zum Phönix, da ich einfach diesen coolen Helm haben will, was so ein Ding hier voll dumm ist, weil ich jetzt Level 35 bin mit so gut wie kein bisschen FP. Aber ich will diesen Helm haben und FP-Farm kann man eigentlich immer machen, ist halt nur ein bisschen kostspieliger. Aber wir scheuen ja keine Kosten und Mühen hier für dieses Let's Play, wir wollen ja viel erreichen. Und ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen, war eigentlich dumm von mir. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, einen Platin-Skill-Zauber in Magadum, im Kerker, durchgehauen. Ihr seht da unten die FP, wie sie langsam steigen, sag ich mal. Ihr müsst mal bedenken, das ist sechsfacher Speed und ihr seht ja, wie lange das dauert. Und ja, ihr könnt mal drauf achten, jetzt habe ich 1200 FP ungefähr. Und wie viel ich am Ende habe, das ist jetzt nicht so viel auf die Stunde hochgerechnet, aber ich wollte es einfach mal machen, so als Vergleich. Ich gehe nachher noch zum Hütertill, das werdet ihr auch noch sehen. Und da sieht man doch, dass das um einiges schneller geht. Aber ich wollte das hier einfach mal machen, nur damit ich mal so einen Vergleichswert habe. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Genau, was wir alles erreichen wollen oder werden oder was auch immer. 175 sollte drin sein. Mein Ziel, mein persönliches Ziel, ist 180. Ich glaube, das ist machbar. Also 175 auf jeden Fall. Nicht auf jeden Fall, aber wahrscheinlich. 180 ist so mein persönliches Ziel. Und ich möchte dann aber auf jeden Fall eine richtig gute Rüstung haben. Das ist auch so ein persönliches Ziel. Und möglichst viele Chaos-Clubs irgendwie voll haben. Und ja, ich möchte also so gesagt so ziemlich alles erreichen. So die letzten 5 Level sind mir egal, weil das jetzt nicht so einen Unterschied macht. Aber ich möchte so möglichst alles irgendwie erreichen, sprich Chaos Clubs, Pets wahrscheinlich auch sehr viele und ja, eine gute Ausrüstung. Das ist, denke ich mal, erstmal so langfristig unser Ziel. Kurzfristig oder mittelfristig müssen wir jetzt erstmal zusehen, dass wir genug FP zusammenkriegen. Das sollten wir hinkriegen. Ist halt nur ein bisschen Arbeit. Mal sehen, wie viel ich davon jetzt zeige oder wie viel auch nicht. Und ja, aber das wird schon. Ich bin da ganz optimistisch. Es kann sein, dass die Auflösung und so weiter noch ein bisschen wünschenswert ist, sage ich mal. Das muss ich jetzt alles erstmal ausprobieren. Ist ja auch für mich die erste Folge. Deswegen sollte das vielleicht ein bisschen... Also es könnte sein auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt nicht, aber werde ich dann ja auch sehen, wie das aussieht oder wie schlecht das aussieht. Aber ich arbeite auf jeden Fall daran, dass das Ganze ein möglichst gutes Ergebnis wird. Und das sollte auch auf jeden Fall klappen. Wenn das jetzt in der ersten Aufnahme ein bisschen blöd noch aussieht, das kann sein, weil ich die Auflösung noch ein bisschen verkackt habe. Aber das sollte auf jeden Fall in der zweiten oder dritten oder auf jeden Fall in den nächsten Folgen sollte sich das bessern, falls es jetzt schlecht ist. Und ja, mit dem Ton muss ich gleich mal gucken, wie sich das Ganze anhört. Wenn man das irgendwie lassen kann, dann ist gut. Und wenn nicht, dann ja, ist auch egal. Dann hört ihr das gar nicht, weil ich das dann löschen werde und nochmal aufnehmen werde. Aber vielleicht, also wenn ihr das jetzt gerade hört, dann ist es mein erster Anlauf, sage ich mal. Und vielleicht klappt er ja schon, das wäre natürlich ganz cool. Und ja... Das sei jetzt erstmal dazu gesagt. Ich merke gerade, ich rechtfertige mich hier und entschuldige mich hier gerade so, aber mein Gott, ist halt die Erstaufnahme. Wenn da noch nicht alles perfekt ist, dann ist das, denke ich mal, zu entschuldigen. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen. Wahrscheinlich habt ihr dafür Verständnis. Und ja, ihr seht immer noch, ich habe jetzt 1300 FP. Gut,
bedenkt, das ist mal 6. Also das ist 6-fach so schnell abgespielt und es geht echt mühsam voran. Ihr seht, ich habe hier pro Mob 2500 SP. Mit Skillzauber drin, ne? Mit Skillzauber drin. Das ist also schon verdreifacht. Ich frage mich auch gerade, warum ich hier bald reingegangen bin. Aber nun gut. Naja, haben wir da auch mal was anderes gemacht als das normale immer. Ist ja vielleicht auch mal ganz schön, mal was anderes zu sehen, als immer nur diese Bäume beim Tilda. Bei den Treants. Oder wie heißen diese Mobs eigentlich? Treant? Oder wie spricht man das aus? Treant? Weiß nicht, diese Bäume halt bei Tilda. Ihr wisst, dass ja alle diese FP-Quests, die man halt bis zum Umfallen macht. Und ja, ich denke, ich werde aber gar nicht so viel in den frühen Leveln, sage ich mal, farmen. Ich glaube, ich werde einen Großteil im Gewölbe farmen. Da habe ich mir auch schon eine Rüstung zusammengebaut, oder gekauft eher gesagt. Ich glaube, da werde ich einen Großteil farmen. Das wird jetzt am Anfang nicht so passieren. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie mag ich das da lieber. Und ja, da kann ich ja noch so ein paar Bossmobs haben. Vielleicht ja, arbeite ich da nochmal mit Samen oder so. Da habe ich mir, glaube ich, auch ein paar zugezogen. Ich weiß nicht, ob man das in der Folge hier schon sieht. Nee, hat man nicht gesehen. Habe ich gerade gesehen. Das. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar FP-Samen zugelegt. Bei weitem nicht genug, aber von Anfang reicht das auf jeden Fall. Und dann werde ich im Gewölbe, also ich versuche mal so bis Level 40 irgendwie so, weiß nicht, 5000, nee, nicht 5000, ein bisschen wenig, mindestens 7000. Aber so 10.000 FP wären schon ganz okay, würde ich sagen, zusammenzufarmen. Hier seht ihr gerade, ich bin nochmal am Ende zum Prokuren gegangen. Und ihr seht, dass die blauen Mobs einfach mal genauso viel geben und zum Teil sogar mehr SP. Und naja, könnt euch ja denken, wie ich mich da geärgert habe so ein bisschen, aber egal. Das hätte man sich auch vorher überlegen können. So war ich denke, ach ja genau, bis Level 40 oder bis, möchte ich ungefähr 10.000 FP haben. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist auch nicht so schlimm. Ich gucke mal, wie ich da hinkomme. Auf jeden Fall werde ich dann den Rest im Gewölbe machen, mit den Quests und so weiter. Und dann denke ich mal, dass wir da ganz gut hinkommen mit unseren FPs. Denn FP ist wichtig, Leute. Aber das wisst ihr wahrscheinlich, ihr seid ja auch nicht dumm. Oder falls der ein oder andere doch noch ein Neuling ist im Spiel als Chaos, FP sind nicht das A und O, aber doch schon ziemlich, ziemlich wichtig. Ohne FP keine Skills und ohne Skills seid ihr nur halb so stark. Nicht mal. Also das sollte man schon darauf achten, dass man so ein gewisses Polster hat. Vielleicht farme ich auch noch mehr, auf jeden Fall möchte ich ein gewisses Polster haben. Und ja, das ist was, da sollte man eigentlich nicht dran sparen. So, jetzt seht ihr hier nochmal, wie ich zu Palquest abgebe. Ein bisschen unnötig, aber jetzt eigentlich die Hüter-Till-Quest-Reihe anfange und dann am Ende auch noch diese ganz normalen, stumpfsinnigen Töte 10 Elite und 10 Töte 10 normale Treant. Treant heißen sie, ich sehe es gerade. Treant. Was auch immer das für ein Name ist. Wer auch immer sich den ausgedacht hat, aber auf jeden Fall, so heißen die, ihr wisst es alle. Jedenfalls mache ich hier gerade diese Anfangsquest, damit ich diese wiederholbare Quest kriege. Und die machen wir dann noch ein bisschen. Ich glaube, ich lasse auch wieder Statusfenster offen für die FP, damit man das so ein bisschen vergleichen kann. Ja, hier seht ihr, wir merken uns 1804. Obwohl, ne, noch ein, ja doch. Ne, noch mache ich ja die Anfangsquest, insofern können wir das noch nicht ganz werden. Aber wir können dann ungefähr gucken, wie viel man so eine Stunde schafft. Ich glaube, es waren 1500 FP die Stunde ungefähr. Kommt das hin? Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, irgendwie so war das. Auf jeden Fall geht das ganz gut ab. Hier habe ich nochmal eine Gruppe gegeben, die ich allerdings bald verlassen werde oder bald verlassen muss. Weil das sonst nicht mehr ging mit den Questen. Weil der liebe Kirio eine Expedition brauchte, aber mit Expedition kann man nicht diese Quest machen, deswegen ging das nicht so. Aber nun gut. Und ja, wir sind jetzt ungefähr 1900 FP, ungefähr 2000. Und wir können uns das ja mal merken und am Ende können wir gucken, wie viel wir haben. Ich meine irgendwas mit 1500 die Stunde oder so. Vielleicht ein bisschen mehr. Und ja, XP-Pad ist natürlich auch am Start. Nicht, weil wir es brauchen, sondern einfach nur, damit es gelevelt wird. Und ja, ich habe in der nächsten Folge, glaube ich, schon das zweite und den ersten Jaguar auch noch. Ja, wie gesagt, wir werden hier keine Kosten und Mühen scheuen, das wird, hoffe ich mal, denke ich mal, halbwegs schnell gehen, damit wir hier auch nicht so ewig lang brauchen. Das ist ja auch langweilig, wenn man ein Let's Play guckt und dann passiert da einfach mal gar nichts. Das will ja auch keiner sehen, ist auch ein bisschen unschön so. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, worauf ich eingehen soll. 10 Minuten haben wir schon. Von 17, glaube ich, hat das insgesamt die erste Folge. Ja, das ist der Nachteil beim Nachkommentieren. Man weiß einfach irgendwann nicht mehr, worüber man reden soll. Und jetzt rede ich gerade mit euch darüber, wie ich nicht mehr weiß, was ich reden soll. Das ist ein bisschen traurig.
Aber nun gut, so ist das halt. Ich überlege gerade, ob ich einfach ein bisschen Musik jetzt reinspiele oder ob ich noch irgendwas zu sagen habe. Aber ich glaube, das war's erstmal von mir. Ach ja, achte ich gerade drauf. Ihr könnt gerne meiner Gilde beitreten, das ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich über jedes neue Mitglied, Jeder Member ist willkommen. Wie gesagt, könnt mich auch gerne anschreiben oder so. Da freue ich mich natürlich. Hier seht ihr schon Petfee direkt am Start. Und ja, ich werde versuchen auch noch das... Also, ich springe gerade so ein bisschen hin und her zwischen den Themen, aber ich hoffe mal, das ist okay. Das ist die erste Folge, da darf ich sowas machen. Da darf alles noch ein bisschen confused sein. Insofern, ich versuche das Buch von Iris komplett durchzukriegen. Ja doch, ich glaube, das ist mein Ziel insgesamt. Das Buch von Iris komplett durchzukriegen. Also wirklich jedes einzelne abzugeben. Das ist Arbeit. Das ist dumm. Aber ich versuche es trotzdem zu machen. Ich glaube, das Letzte ist irgendwie, dass man alle Chaos-Clubs voll haben muss. Allein deswegen muss ich die Chaos-Clubs machen. Oh, das wird ja richtig viel Arbeit. Okay, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Einfach, weil ich keinen Bock habe, irgendwann 10.000 Stunden in Juno irgendwelche Mobs zu hauen irgendwann. Aber das könnte langfristig, könnte das ein Projekt sein, was jetzt nicht in den nächsten Monaten, vielleicht mal in ein, zwei Jahren oder so passiert, weiß ich nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall habe ich Bock, das irgendwie ein bisschen durchzuzocken oder versuchen. Außer vielleicht diese allerletzten Sachen, wo man irgendwie alle Chaos-Clubs ganz voll haben muss. Das ist vielleicht ein bisschen derbe. Aber wir können das ja mal versuchen. Oder ich versuche es auf jeden Fall mal so viel wie möglich zu machen. Was ihr nicht seht, ich habe jetzt schon ein bisschen weiter gespielt. So. Aber das ist ja erst die erste Folge. Ich synchronisiere das ja nach. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ne, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ist auch, ach, was rede ich denn? Auf jeden Fall habe ich schon ein paar davon gemacht, vom Buch von Iris. Noch nicht, weit noch nicht alles so. Es sind vielleicht 30 jetzt von 300 oder so. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal angefangen. So, irgendwie finde ich das eine ganz nette Idee. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das noch weiter ausgebaut wird irgendwie. Wenn es da mehr Titel, die auch mehr bringen als plus 1 Rüstung oder so. Das bringt ja niemandem was. Und auch vielleicht ein paar andere Items in den Kisten. Das ist zum Teil echt ein bisschen... Gut, verbesserungswürdig, sage ich mal. Oder auch ein bisschen mehr Verschiedenes. Aber vom Ding her, vom Ansatz her finde ich es eine saugute Idee. Es ist echt eine gute Idee. So. Es wird einfach mal vieles früher Wertloses hat wieder einen Wert, hat wieder einen Sinn. Es bringt wieder was, Sachen zu farmen. Zum Beispiel früher die ganzen Sachen, zum Beispiel im Progion-Tempel. Verbrochene Axt oder so. Wofür gab es das? Das ist so unnütz gewesen. Das brauchtest du für eine Quest oder zwei. Und das war es so. Aber jetzt hat das alles wieder eine Bedeutung. Oh, es hört sich voll so sedimentarisch an. Alles hat wieder einen Sinn. Es hat wieder einen Sinn. Nein, Spaß. Ihr wisst, was ich meine. Also das ist nun wieder von Bedeutung. Es nützt alles was. Es nützt auch neuen Spielern den Einstieg. Das wird so viel erleichtern, wenn die einfach ihre Sachen verkaufen können. Jetzt so eine zerbrochene Axt kostet, glaube ich, weiß ich nicht, 500.000? Eine Million? Irgend sowas. Und das ist für ein Anfängerspiel eine Million. Das ist richtig viel. Dafür kannst du Heiltränke kaufen, dafür kannst du Schriftrollen kaufen, da kannst du richtig viel mitmachen, sag ich mal. Und das war ja früher einfach mal gar nicht so. Das muss man ehrlich sagen. Das früher, die erste Million ist die schwerste. Das ist, genau wie beim Handel, die erste Milliarde ist die schwerste. Das ist, aber jetzt, ich glaube, der Einstieg wurde für viele erleichtert. Auch wenn man da auch erstmal drauf kommen muss. Ich glaube, immer noch ein neuer Spieler wird das nicht checken. So. Da musst du echt erstmal drauf kommen. Aber so, wie gesagt, vom Grundsatz her finde ich es eine gute Idee. Auch ausnahmsweise mal gut umgesetzt, muss ich sagen. Das ist ja nicht oft so bei Gamigo. Bitte weiter ausbauen, das wäre so gut. Da könnte man noch so viel draus machen. Und, ja. So viel sei gesagt zum Buch von Iris. Und, ja, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch so ein paar... Nee, das erzähle ich jetzt noch nicht. Das kommt alles irgendwann später. Das ist erstmal die erste Folge und ich bin schon dabei, hier alles auszupacken. Nein. Es muss noch ein paar Überraschungen geben. Ich habe auf jeden Fall noch einiges geplant, was noch alles kommen wird. Ihr könnt euch da auf jeden Fall auf einiges gefasst machen. Und ja, das wird, denke ich mal, ganz gut. Ich bin auf jeden Fall optimistisch, was das Ganze angeht. Und ja, jetzt gehen mir aber echt so ein bisschen die Gesprächsthemen aus, ohne dass ich hier zu viel verrate oder zu viel sage. Außer, dass ich noch sagen kann, dass diese Hüter-Till-Quests einfach nur nice sind. Ihr seht, wir haben jetzt schon 3700. Mit wie viel haben wir angefangen? Mit, glaube ich, knapp 2000. Das heißt, wir haben jetzt schon 1800 FP gemacht. Und das geht ja noch ein paar Minuten, ne? Also so ist nicht. Das geht auf jeden Fall gut ab. Und ich muss immer den Vergleich zu früher ziehen, sag ich mal. Ja, okay, jetzt sind wir auch schon am Ende, sehe ich gerade. Doch nichts mit 70. Ich dachte mal, wir haben 17 Minuten, aber haben wir gar nicht. Egal, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge.
Da sprechen wir dann einfach genau da, wo weiter, wo wir jetzt aufgehört haben, sage ich mal. Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Schnitt so. Aber ihr werdet es überleben. Wie gesagt, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.